zu und schon geht's weiter mit Let's Play. Ich gucke irgendwie jedes Mal auf die Statistiken. Oh, wir haben fast 100% auf Gesamtfortschritt. Wow. Okay. Wir sind in der Kacken-Alley. Kann ich es eigentlich nur nennen? Stehen geblieben, die Kotten-Alley. Gut. Wo waren das genau? So genau, wir hatten hier schon ein paar Level ausgelassen zwischendurch. Gut, dann machen wir mal weiter. Weiter. Hoppere. Ach du Scheiße. Okay, das ist wieder so ein Spaßlevel. Was? Aber hoffentlich. Ja, das erinnert mich aber stark an das 20. Level aus der Light World. Oha. So mit Etagen irgendwie, so sieht mir das gerade aus. Bibi Blocksberg und Tina auf dem Reiterhof. Ja, sowas haben sie geguckt, während sie die Cotton Alley programmiert haben, glaube ich. So weit ist. Genau. Stirb halt, sei halt zu langsam. Bounce. Wow. Nein. Oh, das war es auch eigentlich schon geschafft, Mann. Könnt ihr mir nicht ein Abzeichen geben dafür jetzt gerade? Verdammt. Puh. Bin schon glücklich, Leute. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ja, Spring halt in die Sahne rein, du. Buhn. Dingens. Oh. Egal, ist egal im Regal und verdammte Axt. Ich glaube nicht. Nee, ich glaub's gar nicht. Ja. Verschwendet halt wieder voll die Zeit und häng nur dein Leben davon ab. Hey, du bist nicht wichtig. Stimmt schon. Aber Meat Boy ist wichtig, den musst du retten. Also von daher. Wenn du dein Leben aufgibst, gibst du damit auch gleichzeitig Meat Boys Leben auf. Defeatus macht nämlich perverse Spielchen mit ihm, habe ich gesehen, letzte Nacht. Das willst du nicht einfach so durchgehen lassen, oder? Komm, schnapp ihn dir, Tigerfrau. Wow, der Sprung hat das erste Mal gesessen. Langsam aber sicher ans Ziel. Wow. Ach. Da lache ich nur. Das war das. Ich muss mir jetzt erstmal einen Weg nach da oben zum Schlüssel bahnen. Wie mache ich das denn? Ne, so schon mal gar nicht. Ich muss da irgendwie weiter unten durch, glaube ich. Fuck. Nein! Oh, ich glaube, ich weiß schon wie. Okay, ich weiß doch nicht wie. Nein, gar nicht so. Boah. Ich hab doch keine Ahnung von euren perversen Spielchen. Muss ich da instant hoch zum Schlüssel oder was geht bei euch im kleinen Vogelhirnchen vor? Ja, Vogelhirnchen hat sich fast angehört. Wie Vogelhirnchen. Steht hier. Weil Vögel ja sowieso Hähnchenhühner sind. Sein können. Ich rede nur Scheiß. Dreck! Alter, weiß irgendjemand, wie die Stage geht, dann schickt mir bitte ein Paket Skill. Meine Adresse. Ja. Also schickt's mir. Na, wobei, ich werde es wahrscheinlich rausschneiden, aber da ich sowieso nicht dran denke, werde ich es wahrscheinlich doch nicht rausschneiden. Das ist besser, oder? Ah, da muss ich trotzdem instant durch, das heißt, ich kann auf diesen Weg hier gehen. Ach, deine Mutter oder ein Papst kann diesen Weg gehen. Ich gehe doch hier oben. Nein! Verdammt. Oh, Entwickler, ihr habt meinen Respekt verdient. Ich glaube, ich schenke euch gleich ein Nilpferd. Nein! Wow, ich hab den Schlüssel. Oh, Fortschritt. Ja, klar, stirb halt. Aber hey, kann das sein, dass das Level in der Dark World ist, wo ich vorher ewig gebraucht habe zu checken, was ich machen muss? Ich glaube, das ist das, weil es gab ja nur ein Level mit Laseraugen. Oh nein, das heißt, dass danach das Level mit den Höllenhunden kommt und ich kann mir da nichts Liebes vorstellen drunter. Na, wahrscheinlich wird es letztendlich wieder total lächerlich einfach, wie das in der Light World mit den Hunden, aber Melma wird da bestimmt trotzdem 3 Jahre dran sitzen.
Jetzt bin ich Meat Boy dann schon zum 60. Mal. Verdammt! Moment, ich hab. Wo hab ich mir denn den Kopf gestoßen? Da oben. Ganz böser Wicht, du blöder Block. Ich baue dich gleich ab. Ach Quatsch, ich kann's dafür gar nicht benutzen. Nein, ich glaube, ich muss da oben drauf, weil dann können die Dinger mir nichts anhaben. Och Mann. Na kommt schon. Ja, tötet mich. Uhu, bup, bup, bip, 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 titten. Okay. So, hier rauf. So, und zack. Wenn mich nicht alles täuscht, dann kann ich hier runter. Okay. War gar nicht so. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ja. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wie ich den ausweich. Warte. Nein. Kopf meets Gamepad. Blablabla. Kopf meets Gamepad, Leute. Ganz ehrlich. Was soll ich denn zu diesem ekelhaften Versuch, mich total kaputt zu machen, sagen? Das wird ein feuchter Spaß für meine Möse. In der Fritteuse. Wow. Wow, 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 wow. Nein! Verdammt, da habe ich mich zu spät erst umgedreht. Oder ich hätte gleich weiterlaufen können, dann wäre es auch was geworden. Du stirbst. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Du bist ja gar nicht so schwer. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow. Wow. Nein! Wieso gehst du da nicht rein? Oh nein! Oh. Okay, ganz ruhig. Macht's hier mit den lustigen Geräuschen. Wow, wow. Ja, bums. Gut. Dann machen wir das noch. Mhm. Mal auf die ganz lustige Mittelalter-Methode. Mhm. Nämlich einfach nicht springen, wenn ich A sag. Ja, ich hab das Sprach-Meatboy, das neue Sprach-Meatboy. A. B, spring, X, X gedrückt lassen, X loslassen, X leicht eindellen, A leicht loslassen, X loslassen mit A-Kombination. Jetzt R drücken einfach nur, obwohl R keinen Effekt hat in diesem Spiel. Einfach R drücken. Okay, B, A, X, 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 3, X, nein, verdammt. Das kann doch gar nicht so schwer sein, ich hab's doch eben eigentlich schon geschafft gehabt. Ich hab mich einfach nur blöd angestellt und bin nicht in die Lücke gekommen. Schon blöd, wenn ein Mann die Lücke nicht trifft, oder Leute? Oder das Loch. Für die ganz Perversen unter euch nenne ich es das Loch. Zacker. Zug. 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 Abteil. Zug. Ticket. Zugfahrer. Typ. Verdammt. Nein. Ihr seid ganz lieb zu mir. Na, sei doch mal ganz artig. Ich geh jetzt links rum. So, bitte litten. Wow, funktioniert sogar. Das ist eine Stage, die nur von Glück besät ist. You only need luck for this fucking level stage. Oh ja, toll. Na, jetzt renne ich ja schon wieder rechts rum. Was mache ich denn hier für Kackabums? Kann ich mich da oben irgendwie retten oder so? Möchte ich jetzt schon mal austesten, so. Ich habe nämlich eine Vermutung, ja? Der liebe Crazy Zocker hat eine Vermutung, Leute. Klar. Ach, flieg halt durch mich durch. Ich hätte gerne was dagegen. Ist in der Politik so zulässig, dass man das macht? Merkt, fliegt auch mal durch Leute durch. Wow. Wow, die sind jetzt sind sie wieder einigermaßen synchron. Jetzt geht's sogar wieder relativ einfach. Wow, geschafft. Gut. Mhm, das war das. Mhm. Ah, ihr Schlingel hier. Ja. In der Light World war das dann wieder schon assig scheiße. Und ich habe gemeint, das ist nur von Glück bestimmt. Dann beweise ich jetzt mal, dass ich gelogen habe. Denn, Skill. Komm, kommt Segen. Ich meine, für mich ist es gut, aber.
Wow, episch. War glaube ich dritter Versuch, oder? Ja! Ja, ihr leidet halt mal ordentlich an irgendwas. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Nein! Oh, das wäre sogar fast gewesen, Leute. So, wie bin ich gesprungen? Hier bin ich gesprungen. Und hier habe ich, weiß ich nicht mehr, wie ich gesprungen bin. Da habe ich einfach nur einen auf Mann. Ich bin suizidgefährdet gemacht. Diese kleine Mini-Möse da nicht hoch. Verdammt! Ja, bin ich sicher. Bitte, 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 bitte. Oh, geil. Oh, wie ich das hier durchnehme. Ja. Ja! Ach, ich sehe jetzt gerade, muss man den... Mhm. Ja, kann ich mal da hoch, bitte? Danke. Ich habe jetzt aber Angst, dass ich keinen A-Plus mehr kriege, weil es geht bestimmt. Ja, geh halt gleich als Rentner raus. Ja, ist doch sich... Ja. Mach die Schlösser halt noch ein bisschen langsamer, wie die sich öffnen. Bums, 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 bumsel, 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 bumsel. Klaus Kleber, verdammt. Moment. So, so geht's schneller gut. Ich habe mir nicht versucht, das so wie eben zu machen, was mir eben gar nicht bewusst war, dass ich es überhaupt so gemacht habe. Dass ich möglichst... Ah, da kann ich einfach so durchrennen am Anfang. Dass ich möglichst alle an einen Ort bringe, der ziemlich weit von mir weg ist, dass die gar nicht erst wieder zum Leben erwachen. Ui, nie wieder. Nie wieder. Wobei, jetzt habe ich hier die am Arsch kleben. Was mache ich jetzt? Jetzt ist der nicht mehr da. Jetzt kommt er wieder. Heinz, Lydia, Thorsten, Fritz, verdammt. Was soll denn das? Wobei, Fritz war ja nicht da. Fritz hat geschlafen rechts in der Ecke. Hier, das hier ist Fritz. Ja, und Thorsten hat mich gefressen. Und dich, mein Süßer, dich nenne ich jetzt Melma. Komm her, Melma, komm her. Und jetzt, lass mich in Ruhe, Melma, lass mich in Ruhe. You'll never get me, Melma. Ja, ich dachte, ich kann nochmal skillen. Ja, klar, ich muss sofort losrennen. Merk schon. Was, jetzt geht das gar nicht mehr? Do you want to fake arshing me? Ja, oh, da habe ich mich fast ein bisschen versprochen. Ja, jetzt geht's plötzlich wieder, ja. Machen wir mal voll random am besten. Hui, kommt am besten alle her, dann ist schwerer. Juhu. Nein, ihr sollt alle mitkommen. Ich will euch doch verarschen und dann eine Lücke locken, dass ihr gar nicht mehr zu mir wiederkommt. So gut. Ja, die kommen ja trotzdem zu mir. Was seid ihr denn für Fotzenköppe? Ich hab mich gelitten. Gleich bin ich zu nah an ihn dran. Scheiße, 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 scheiße geschafft. Was ist das denn? Gelitten. Wenn ich das da oben schon wieder sehe, ne? Dann wird mal heiß. Wird mal richtig heiß. So. Moment, ich kann auch einfach. Ja! Ja, ich. Ja, jetzt weiß ich sogar, was die Schwierigkeit des Levels. Wow, das wäre sogar fast gewesen, Leute. Und Scheiß, Mann. Die Stage ist nicht schwer. Ich habe keine Angst vor der Stage. Komm, das geht doch so, oder? Ich kann doch einfach hier dran rumstehen und dann ein bisschen rumspringen, oder geht das nicht? Ja, fick euch, geht wohl nicht. Ich lasse einfach mal das T elegant weg. Ich sag fick euch. Fick euch, Leute, fick euch. Fick euch einfach ins Knie. Ich fick euch einfach ins Knie. Wow, kannst du mal stehen bleiben? Alter, du bist mal das Gegenteil von diesen Rentner-Schüssellöchern irgendwie. Du ekliger Snake-Wurm, du ekelhafter Du. Zack. Ah, da kommt der ekelhafte Wurm schon wieder. Oh, das am Ende fordert ja ein Timing für die Oma-Katze. Die Oma-Katze. Ich muss, glaube ich, ohne Rennen hier durch. Kann das sein? Das geht irgendwie einfacher. Vor allen Dingen hier und da oben erst recht. Wird jetzt so zum Einspielen. Jetzt wird's ernst. Ich hab's geschafft. Gut. Sie haben Miet. Was ist denn das? Moment. Hä? Wir haben. Okay, Leute, da muss ich kurz was nachgucken. Das tut mir leid jetzt so. Tut mir leid.
Dann muss ich jetzt nachgucken, was ist Sneak Ninja für einer? Vor allem, wie sieht das in der Charakterwahl aus? Also ich meine jetzt, wenn man in einem Level drin ist und Charakter wechselt, so meine ich Charakterwahl. Gehen wir einfach mal in Stage 1 vom Rapture. Wo ist er denn jetzt? Joseph. Ach so, da ist er ja. Meat Ninja. Wieder. Oh, wow, der scheint ja voll geskillt zu sein. Na komm, renn durch die Wand, renn durch die Wand, renn durch die Wand. Teleportier dich bis zum Ziel. Zack, 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 zack. Nee, geht nicht irgendwie. Was kann er denn? Kann er nicht sterben oder so? Nee, kann er auch nicht. Ja, was kann der? Oh, ich bin besonders schnell und cool. Außerdem heiße ich deine Mutter. Außerdem heiße ich Meat Ninja. I'm so fucking cool and I speak English right now. Ey, böse. Ja, töte mich halt. Töte mich, töte mich, töte mich, töte mich, töte mich. Make me death, make me death, make me death. Do it, kill me, kill me, kill me, do it, kill me, did it, did it, did it, did it, kill me, kill me, kill me, kill me. Okay, ich würde sagen, ich ziehe den Part einfach nur ins Unnötige hinaus. Ja, scheiße, jetzt stehe ich nicht bei der Dings-World, bei der, ne, Kacken-Alley-World. Naja, egal. Also, irgendwie ist die Cotton-Alley gar nicht mal so schwer. Die Dark-World haben wir bisher in zwei Parts weggekloppt, bis auf drei Level oder so. Also, ich würde sagen, im nächsten Part schließen wir vielleicht die Cotton-Alley ab und das Spiel damit zu 100%. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Ah! Bis dann. Ciao.